Hallo und herzlich willkommen zu den Tutorials der DHBW Stadtbibliotheken. Mein Name ist Karin Schemm und heute geht es um den Zugang zu unseren Online-Angeboten von zu Hause, in dem Fall mit dem Schibboleth-Verfahren. Wenn Sie zum Beispiel über den Bibliothekskatalog nach E-Books suchen, und hier ein E-Book gefunden haben, das Sie gerne runterladen möchten, müssen Sie hier auf Volltext klicken. Jetzt werden Sie weitergeleitet zu dem Verlag, der das E-Book anbietet. In dem Fall ist es der UTB Verlag. Jetzt steht hier, wir haben keine Zugriffsrechte. Dann gehen wir hier einmal auf das X und wir können uns aber hier oben unter Anmelden mit dem Schibboleth-Verfahren anmelden. Ganz wichtig beim Schibboleth-Verfahren, Sie müssen zuerst die DHBW raussuchen und dann die leere E-Mail-Adresse und das Passwort verwenden. Das heißt, wenn Sie hier oben jetzt die leere E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben, funktioniert es nicht. Sie müssen nämlich einmal hier runterscrollen und dann unter Schibboleth-Verfahren die richtige Institution auswählen. Ich suche jetzt einmal für Stuttgart. Sie müssen dann eben je nach Standort Ihre DHBW raussuchen. Und jetzt müssen Sie eben Ihre leere E-Mail-Adresse und das Passwort an der Stelle eintragen. Und unter Lesen können Sie jetzt das komplette E-Book lesen und auch herunterladen. Bei einem anderen Verlag sieht die Oberfläche anders aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Springer Verlag reingehen, da wird man jetzt wieder auf eine andere Oberfläche weitergeleitet, da sich nicht verunsichern lassen, sondern einfach suchen, wo man sich einloggen kann. Es geht hier unter Login und unter Access via your institution, also zuerst Institution auswählen und dann leere E-Mail-Adresse. Und da suche ich jetzt einfach nochmal nach Stuttgart. Und habe hier die DHBW Stuttgart. Jetzt hat er sich den Schritt gemerkt. Das heißt, die leere E-Mail-Adresse muss ich nicht mehr eintragen, sondern kann das komplette E-Book hier unter Download PDF herunterladen. Ganz wichtig noch, der Zugang ist jetzt nur für 3 Stunden begrenzt. Das heißt, nach 3 Stunden müssten Sie sich dann nochmal anmelden. Das war's für dieses Video. Zur Nutzung der Bibliotheken und ihren Angeboten gibt es auch noch weitere Videos. Tschüss!